Ja, ich habe eine Tochter hier, die ist in der zweiten Klasse. Die geht in die sogenannte Jühl-Klasse, jahrgangsübergreifende Klasse. Die Angebote des Familienzentrums ist auch mal was für alle Kinder gewesen. Ja, die haben zum Beispiel in dieser Umwelt-AG ganz viel mit Pflanzen auch schon so Cremchen hergestellt und haben viel über die Umwelt gelernt. Es gab ein Projekt, das hieß Fit für den Übergang. Das hat die Kinder insofern gefördert, dass sie da mit Selbstvertrauen hingegangen sind, weil es ist ja heute so, wenn man zur weiterführenden Schule geht, dass da schon fast wie so Bewerbungsgespräche geführt werden. Und das hat die Kinder dann halt einfach aufgebaut und für den Übergang gut vorbereitet.